Mein Name ist Daniel Helbling, ich bin 49-jährig, ich bin am Bodensee im Thurgau aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, habe dann in Zürich und in London Humanmedizin studiert und bin jetzt medizinischer Onkologe hier in Zürich. Als medizinischer Onkologe behandle ich Patienten mit Medikamenten. Ich operiere nicht, ich bin wirklich medikamentös am Behandeln. Ich stelle Behandlungskonzepte aufstellen und auch Behandlungspläne. Und ich bin ganz stark involviert, auch bei Behandlungskonzepten interdisziplinär aufstellen mit anderen Ärzten zusammen. Prägt hat mich in meinem medizinischen Werdegang ganz bestimmt mein Drang zum neues Wissen akquirieren. Das ist, glaube ich, bei mir schon noch speziell. Ich habe eine ungeheuer starke Befriedigung, wenn ich einfach etwas Neues höre oder auch etwas höre, was ich wieder mal vergessen habe und dann merke, dass ich es jetzt wieder weiss. Wir haben kapanale Probleme, es geht um Wichtiges bei uns. Und das ist zwar manchmal schwer zum selber ertragen, aber man erlebt eben sehr viel Schönes dabei. Auf der anderen Seite sind wir auch ganz stark konfrontiert mit dem medizinischen Fortschritt. Es passiert enorm viel in unserem Gebiet. Es kommen neue Behandlungen, neue Optionen für Patienten. Und das mitzunehmen und ihnen mitzugeben, das ist ganz wichtig. Wenn man medizinischer Onkologe ist, wird man ein anderer Mensch. Man ist eben sehr häufig mit dem Tod konfrontiert, damit eben mit den relevanten Lebensfragen. Und das macht einem anders. Man tut Sachen als ja, Prioritäten tut man anders setzen im Leben. Ich glaube, und das ist auch etwas, warum es gerne macht oder warum ich es gerne mache, weil ich das Gefühl habe, ich kann davon auch profitieren, ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es rückt dann immer wieder den Fokus an den richtigen Ort, dass man wirklich das macht, was man wirklich machen im Leben. Ich probiere mich viel zu bewegen, da ist eine Ressource für mich, ich kann da sehr viel Kraft daraus gewinnen. Ich schwimme sehr viel in offenen Gewässern, das mache ich wahnsinnig gerne. Im Moment bin ich richtig am Explorieren von offenen Gewässern, wo ich richtige Touren mache, wo ich auch richtige Touren plane, in Seen und Flüsse. Ja, ich tue mich dann halt auch sonst natürlich mit anderen Themen beschäftigen, wie Weiterbildungen. Das Beste an meiner Arbeit ist, Menschen zu helfen, die wirklich in Not sind und auch mit den relevanten Lebensfragen konfrontiert werden.